Hallo Leute, ich muss jetzt ganz schnell den Vlog starten, denn ich muss ganz schnell los nach Hamburg, denn ich fahre heute auf ein Event und ich freue mich riesig. Hier ist Fivey. Na, wie geht's dir, Mäuschen? Five ist ganz müde, weil er ist heute mit mir um 6 Uhr morgens aufgestanden. Aber wir müssen jetzt schnell ins Auto, also let's go. Ich hoffe, man kann mich hören, aber ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen. Ich kam eine halbe Stunde einfach zu spät, weil, naja, Stau, man findet keinen Parkplatz und alles blöd. Aber jetzt bin ich ready. Das ist so mein Trikot. Und ich kann euch auch mal das Essen zeigen, weil wir sind hier gerade beim Essen und das finde ich super. Und ich trage auch ausnahmsweise Zopf, weil das ist ja hier sportlich. Ja. Hier sind so Torten und so, diese Cake Pops, mega geil. Falafel, Käsebrot, Blumenkohl, Schnitzel, Kartoffel. Oh, meine Güte. Also das Essen sieht mega, mega, mega geil aus. Ich überlege mir, so einen K-Pop zu holen. Scheiß drauf. Mein Woman da, der wird immer. Und dann geht's gleich auch schon los. Und hier ist Team GNU! Sehr stark! Los geht's! Gib den ersten Wadenkrampf. Sehr schön, dass Alea nicht nur gut Musik machen kann, sondern auch massiert. Es ist eine taktisch hochinteressante Partie. Ein 0:0 der besseren Sorte, möchte ich mal sagen hier. Es gibt nicht so viele Treffer, will ich damit sagen. Oh. Und das ist total spannend. Extra Ball jetzt aktiviert von Team GNU. Und ist persönlich mein Lieblings-Battle Royale-Item. Denn da kann man schon richtig was mitmachen. Auch wenn es hier nicht klappt. Alea sehr, sehr flink. Und jetzt wird's richtig. Und jetzt wird's wichtig. Für Team GNU hier Revive zu aktivieren. Denn es wurde langsam ziemlich eng. 4 gegen 4 jetzt nur noch nach dem Treffer. Ich glaube, dass es Baso gewesen ist. Boah, hier ist was los, Leute. Oh. Henke als sehr flotter Retriever, also als derjenige, der von der Seite einwirft. Alea packt den Hammer aus. Gibt kein Revive übrigens. Spieler war schon draußen, eben gerade. Nur noch 2. 2 letzte. Ist es wieder Baso. Cheat Barrier zuerst aktiviert, der Expander zuerst aktiviert, sorry, von Team Papa Platte. Jetzt haben sie mehr Raum, sich weiterhin selbst zu verwirklichen. Gut 1,5 Minuten noch, um das Ausscheiden abzuwenden für Team GNU. Die werden hier gejagt, aber die Antworten auch! Baso, Pitch-Patsch! Oha, oha, oha! Was für eine
Pointe. Das Vorwort hat Team Papa Platte gesprochen. Aber das Nachwort, das kam von Team Gnu. Und Leute, wir haben jetzt ein Set Nummer 3. Leute, wir haben jetzt so ein paar Sachen gespielt, aber leider sind wir als erstes rausgeflogen. Jetzt geht es, glaube ich, um Platz 2 und 3. Das ist ein ultra spannendes Match. Ich kann das von hier auch gucken. Da drüben auf dem Fernseher. Jetzt snacke ich erstmal noch meinen Salat weg und dann gehe ich wieder zurück zu meinem Team. Aber war mega cool. Das ist hier einmal der Weg hier rein. Das ist voll cool. Und wir gehen mal zu unserer Lounge. Und da ist ausnahmsweise Team Rot. Hier ist das Team. Und jetzt wird es mega spannend, denn jetzt kommt das Finale. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Oh mein Gott. Da unten ist der Stream, da kann man uns auch sehen. Ja. Da hinten ist Adam. Oh, ist hier Action, Alter. Auf jeden Fall ist da hinten Adam. Der ist auch Ersatzspieler, so wie ich. Und jetzt darf er auch spielen. Das macht mich mega happy. Gleich geht's los. So ein bisschen teigig, so wie Teig, der noch nicht so ganz fertig ist, aber so lecker zitronig, Alter. Boah, Hammer. Ein Traum. Das ist übrigens die Kabine, wo ich mich so ein bisschen reingesneakt habe. Da haben Team genug. Und hier gibt es schon wieder Essen. Wie toll. Trauben, Bananen, Corny. Oh, die sind voll lecker, ey. Da bin ich. Hallo. Und der Balance halber esse ich auch mal hier ein paar Träubchen. Zack. Sehr cool. Mein Akku ist fast alle. Verdammt. Ich bin jetzt wieder umgezogen. Wahrscheinlich werde ich jetzt nach Hause fahren. Es war ein sehr cooles Event. War eine sehr krasse Erfahrung. Danke, danke, danke nochmal an alle. So, Gnu und ich. Ja. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Beziehungsweise ins Hotel. Ja, das Event war sehr geil. Ja.
Mir wird der Kopf wahrscheinlich brummen. Was? Mir auch. Es war, danke nochmal, dass ich dabei war. Ja, danke, dass du dabei warst. Das war, das war so cool. Ja, und wir gehen jetzt hier durch die fancy Hamburger Stadt. Sogar Vollmond, den sieht man gerade nicht. Den musst du unbedingt noch gleich filmen. Wenn wir wenn wir am Gebäude vorbei sind, dann kannst du es gleich zeigen. Der ist echt nice. Ja. So, das siehst du gleich. Warte. Warte. Wir haben es gleich. Diese dürfen wir halt gar nicht lang latschen eigentlich, gell? Echt? Das ist Baustelle. Total illegal. Ich verstehe nicht, wie die Leute heute noch Bock haben können auf Aftershow-Party. Ich auch nicht. Ich bin müde. Einfach nur dead. Ich will nach Hause. Ja, ich habe Völkerball gespielt. Ja. Ich will zu meiner Katze. Ich will zu meiner Mama. Ah shit, ich glaube, wir sehen es nicht mehr. Ach, sorry, Mann. Leute, aber es sah geil aus. Tja, Leute, dann werdet ihr den Mond niemals sehen. Ja, I'm sorry. Naja, ist egal. Morgen ist er bestimmt wieder da. Ja, danke, dass du dabei warst. Oh, nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Ohne Witz, es war echt eine voll die coole Erfahrung. Ja. Und dann müssen wir da lang, glaube ich. Ist nicht so viel schief gegangen. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi.